Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Eine Sache, die mich extrem stört, und zwar, dass ihr aber nicht auf meinem schweinischen Discord seid. Ich meine, hallo, Evanio Schweinestall, unten in der Beschreibung verlinkt. Da würde ich mal reinkommen, Leute, weil Discord kommt gerne rein, aber darum geht's gar nicht, sondern ich habe vor 2 Monaten ein Video hochgeladen. Fettsack in Amsterdam. Das Video hat übrigens eine Altersbeschränkung, warum auch immer. War wohl zu wild. Was mich unfassbar bei diesem Video stört, Digga, in Amsterdam gibt es so geisteskrank leckeres Zeug. Man kann durch Amsterdam so lecker verkaufen. Es geht nicht nur um, sondern auch mal um. Nein, aber es gibt so geiles Zeug in Amsterdam. Man könnte so ein leckeres Video machen. Und dachte mir, Digga, nee, ich muss dieses Fettsack in Amsterdam nochmal richtig machen, sage ich mal. Euch richtig heiß machen auf Amsterdam. Beziehungsweise einfach nur euch mal zeigen, was für Leckereien da existieren. Falls ihr noch nicht Hunger habt, werdet ihr es nach dem Video haben. Ich wünsche euch absolut viel Spaß. Evanio, viel Spaß in Amsterdam. Jetzt bin ich in Amsterdam angekommen und wir sind in den heiligen Hallen des Essens. Ja. Und hallo. Ihr müsst euch halt vorstellen, dass da eine Foodhalle, hier sind überall Stände und an jeder Ecke kann ich mir was reinstopfen. Das heißt, einmal anschnallen bitte und viel Spaß bei der Touri-Führung durch die Foodhallen. Guckt euch mal diese Onion Rings an. Hui, hier gibt's richtig leckere Hot Dogs. Hier gibt's extrem leckere und komische Fries. Ey, Pommes, aber nicht aus Kartoffeln, sondern aus Gemüse. Wirklich eine feine Sache. Hier so eine Art Döner, würde ich sagen. Boah, hallo, wo bin ich denn hier gelandet? Och, hör mir doch auf. Alter, guck dir mal an, wie das Butterchicken aussieht. Oh. Und hier gibt's Frozen Joghurt. Guckt euch mal an, die Sachen, die man hier rauflegen kann. Alter, guckt euch mal diese leckeren Törtchen an. Oh, ich will eins davon, vor allem den da. Verpisst euch. Oh Gott, Leute, der Hot Dog ist da. Guckt euch mal diese Herrlichkeit an. Oh, oh Gott, ich bin krank. Also Hot Dog, Wiener Würstchen, das weiß ich ganz genau, aber... Alter, das ist doch ein Porn, Alter. Oh Mann, ist das lecker. Mehr! Sind Sie die fette Sau, die das Tiramisu bestellt hat? Das sind angeblich Chicken Nuggets. Die werden mal verkostet. Also an sich geile Konsistenz, aber die Soße ist widerlich, Digga. Das ist Barbecue-Soße und die Barbecue-Pan wird jetzt nicht so krass. Das sind keine Nuggets, Mann. Das sind Juggets. Und gewonnen in der Kategorie beste Sketch-Comedy. Oben hier ist auch wirklich wild. Wo man Essen haben. Ey, was ist das denn für Wings? Die sehen ja wirklich herrlich aus. Und dieses Eis. Oh, das wird verspeist. Gucken wir mal, ob es ein glückliches Hühnchen war. Ich mag zwar Barbecue-Soße nicht so, ne? Aber mit Chicken gemischt, das ist wirklich gut. Wir haben jetzt einen Frozen-Joghurt. Der sieht wirklich... Ui. Ist so ein brutaler Zuckerschock, Alter. Oh, sorry, dass die Musik hier so laut ist, aber was soll man halt machen? DJ. Jetzt gibt es hier noch eine kleine Spezialität aus Holland, die ihr sehen könnt. Und zwar so kleine Bällchen. Da drin ist Sperma. Nein. Okay, eine cremige Füllung gibt es hier drin. Sehr heiß, ne? Ja. Mal hier die Füllung an. Total brennt, aber wirklich sehr lecker geil frittiert. Nachtisch ist da. Das hier, ne, ist wirklich ein Himmel. Das ist anscheinend Zitrone und Sahne ist anscheinend drauf. Gott im Himmel, was ist denn da aus verdammter Scheiße? Das ist doch geil, Mann. Ich muss sagen, die Food-Hall war wirklich hallig gut. Das ist noch ein Brownie. Oh, guck, das ist unten an. Oh, guck. Gott, ich liebe hier das hier. Das ist so gut hier in Holland, ne? Ein Cupcake. Mmh. Oh, Gott, Schokofüllung. Ich hab das so gesagt. Oh Gott. Ist das krank? Bitte, mein Arzt. Ich hab Diabetes. Typ fett. Oh. Die Food-Hall war wirklich lecker. Aber die holländische Sprache ist ziemlich lustig. Hier einige Beispiele. Du bist ein Schwein. Ihr bent ein Farke. Hallo, like das Video. Hallo, so was de Video. Was guckst du, Fettbauch? Was ziehe er aus dicke Bauch? Fettbauch. Alter Leute, ihr glaubt doch nicht, hoffentlich das Video ist jetzt vorbei. Ihr seid hier beim Schwein. Deswegen, ihr merkt ja schon, es ist dunkel. Weil jetzt beginnt die Schweineschicht. Ich bin hier beim Laden, der heißt einfach Vegan Junkfood und ich werde von einem komischen, behaarten Mann dazu gezwungen, mal vegane Sachen hier auszuprobieren. Und hier gibt's Mac and Cheese vegan. Falls ihr das nicht kennt, Leute, dann ist euch mal wirklich im Leben was da entgangen, Alter, weil das ist wirklich ultra lecker. Ich bin wirklich gespannt, wie die das machen in vegan, weil hier gibt's wirklich alles. Das Restaurant ist wirklich ganz cool, weil hier gibt's alles, was du halt im normalen Restaurant essen kannst. So gesagt, Burger, Pommes, Schwänze, alles allerdings in vegan. Was ist denn das für ein Fleck auf der Kamera? Ja gut, Leute, ich habe Mac and Cheese bestellt, ne? Und Digga, die Frau bringt mir einfach so Bällchen. Hä? Digga, die Veganer wollen mich verarschen. Beiseite. Naja. Oh, wie schmeckt der aber? Ach so, hier. Ja. Man kann das sehen, hier drin ist Mac and Cheese. Ach ja, so sollte ungefähr Mac and Cheese eigentlich aussehen. Ich habe zwar mit Chudos ein geisteskrank abartiges Erlebnis, also wirklich ohne Scheiß, als letztes Mal Chudos hier in Amsterdam gegessen habe. Die waren so voller Schokolade, das war so widerlich überzuckert, Leute. Da echt gefühlt fast gekotzt. Aber ich gebe Chudos noch mal eine Chance. Danke, Mann. Probier mal diese Chudos. Oh, hey, auf der. Probier mal den guten hier. Boah, es ist genau wie letztes Mal. Es ist so krank wie Zucker, Mann. Gott, es ist zu viel süß. Chudos krieg mich ein. Welche in Mexiko?
Ich habe noch nie so einen geilen Namen gehört. Walk to Walk. Du isst und du walkst, Mann. Du walk to walk. Gehst. Wahnsinns guter Name. Der wird natürlich auch ausprobiert. Das soll angeblich wirklich extrem lecker sein. Das ist auch eine übelste Kette hier. Ich sehe ihn an jeder Ecke. Und das Geile ist auch, du kannst hier einfach wählen, Alter. Zwischen Ente, Hund und Katze. Guck dir dieses Bild, Digga, dieser Laden. Guck dir mal dieses Bild an, dieses Werbebild. Es ist einfach zu geil. Walk to Walk. Alter, ich muss mal Walk to Walk essen. Alter, das ist wirklich gut. Ich bin jetzt hier bei Febo, Leute. Und Febo ist wirklich ein sehr besonderer Laden, weil ihr seht's ja schon, ne? Das sind so Automaten, wo du Geld reinwirfst und direkt was Essen rauskriegst. Das sind so gesagt denn die Automaten, Leute. Dahinter sind Menschen. Na, hier kommen die Mäuse rein. Dann drücken wir hier drauf. Und hallo. Wir haben einen frischen Burger. Das hier ist Chicken Burger. Sieht jetzt nicht beeindruckend aus. Sieht eigentlich schon sehr schäbig aus, muss ich sagen. Also wirklich McDonalds-Niveau, würde ich sagen. Aber die Soße, die Honig-Senf-Soße, die kann man schlecken. Alter, ich hab mich lange nicht mehr so fett gefühlt. Der nächste Morgen. Ich hab leider gestern Abend noch ein bisschen gekleckert. Ja, Leute, das wurde alles in einem Tag gerade gegessen, was ihr gerade gesehen habt. Aber es war es immer noch nicht. Ich bin noch einen Tag in Amsterdam. Heute Abend fahre ich jetzt weg. Heißt, ein paar Leckereien müssen wir noch mitnehmen. Wir gehen jetzt zu einem Laden der ganz besonderen Art. Aber dann gehen wir so gesagt frühstücken. Ihr müsst euch mal reinziehen. Das ist ein Laden, der macht alles aus Avocado. Der Laden heißt einfach Avocado Shell. Und sagen, da stelle ich mir vor, dass Avocados hier zusammen rumkämpfen und ich setze da Geld auf die Avocados. Aber so ist es nicht. Schade. Das sind jetzt die frittierten Avocados. Sieht eher aus wie so ein Chicken Wing, würde ich sagen. Dippen wir mal hier rein in die Truffle Mayo. Boah. Weil ich muss sagen, Avocado ist so ein Ding. Ah, ist nicht, ich hasse Avocado jetzt nicht so, aber muss ich jetzt nicht unbedingt essen. Es ist ein Zusammenspiel zwischen gesund und fett, als ob ein Fettsack auf der Schulter hier wäre, weil es so frittiert ist. Und rechts irgendwie so ein Sportler, also so ein Fitnesstrainer, sagen würde, das ist aber schon gesund. Also, ich würde sagen, boah, das ist so heftig. Aber sollte man schon mitnehmen, wenn man Amsterdam auf jeden Fall ist. Hier gibt es einfach, Leute, eine Käsebar. Every Monday von Dunai. Ey, wie cool ist das denn, Alter? Hier bestelle ich mir keinen Käse. Das ist jetzt hier der Käse. Also, ich würde mir jetzt irgendwie mit Besteck helfen. Da. Scheiß mal drauf. Das schmeckt nach Stinkekäse. Oh, das stimmt so heftig. Oh, da. Wir sind jetzt bei einem Burgerladen und um hier reinzukommen, muss man an dieser guten Frau hier vorbei. Digga, der Burger hier hat einfach bester Burger in Holland. Wahnsinn. Und die Fries sogar auch, Alter. Das sind die besten angeblich in Holland. 2020. Boah, wow, guck mal dieses Baby hier. Guckt euch mal die Fries an. Was willst du denn hier raus aus meinem Burger? Ich sehe, was für ein Genuss das hier ist. Auch es tropft auf meinen Arsch hier. Boah, ist das göttliches Brot, Alter. Wow, die Zwiebeln, das Fleisch, ey. Was ein herrliches Zusammenspiel ist das denn, ja? Guck dir mal das an. Wo sieht das denn aus? Oh mein Gott, ist das so lecker. Ey Leute, das ist wirklich so gut. Ach, nach reicht leider nicht. Dieses fette Schwein. Ich bin hier bei Jammin und das ist ein Süßigkeitenladen. Hier gibt's ja wirklich alles. Ey, ist noch überall Süßigkeiten. Ey, was habe ich da gerade im Süßigkeitenladen gefunden? Digga, Peanut Butter, Chocolate, Oreos und Blaubeere Oreos. Hier würde ich auch kaufen. Das sieht wirklich sehr beeindruckend aus. Boah, riecht sehr stark nach Braunbeere, nach Blaubeere. Ah. Ich würde die Packung im Leben nicht aufwissen. Nee. Muss nicht sein. Aber das könnte geil sein. Hier drin könnt ihr schon mal sehen. So roh, ne? Ohne nichts. Aber mit einer Milch. Leute, wir sind eigentlich auf dem Weg zum anderen Laden und hier ist einfach Tonys Chocolate. Schokoladenbar. Und die sieht verdammt interessant aus. Leute, mich spricht am meisten, muss ich sagen, dieser Cookie ja. Oh du Gott, ich habe noch 3% Akku, Leute. Noch schnell diesen Kuchen hier mitnehmen. Von Johnny, guckt euch hier mal an. Ich habe doch jetzt nicht den Keks geholt, sondern diesen Kuchen, weil der sah viel zu geil aus. Und hier unten ist eine Brownie-Ecke. Sehr gut. Ich hoffe, ich konnte euch hungrig machen. Weil jetzt, wie ihr sehen könnt, hier ist schon die Autobahn. Jetzt zurück nach Hamburg. Amsterdam, das Essen auch angeht. Nicht nur, sondern auch Essen, Leute, ist Amsterdam wirklich richtig nice. Ich hoffe, ich konnte jetzt 40 in Amsterdam korrigieren, sage ich mal. Und ich hoffe, ich konnte euch auch gleich so unterhalten, ne, Leute. Deswegen, wenn ihr Bock habt, Leute, lasst ein Like auf dem Video da. Ein Abo auf dem Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Mehr.